Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elode. Zu einem neuen Part, Pokémon Ultramut mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier direkt in der Lotta-Villa angekommen im letzten Part und werden uns heute mal den Weg durch diese Lotta-Villa hoch zum Chef von Team Sky, zu Bromley, durchschlagen und wagen. Auf geht's hier mit dem ersten Kampf von dem ersten Team Sky-Rüppel. Er hier. Na, sieht er mich? Da sieht er mich. Huha! Auf geht's. Ich trug selbst als Rüpel nicht viel, aber hier habe ich wenigstens meinen Platz gefunden. Jupp. Hier hast du deinen Platz gefunden. Ist klar. Alles klar. Da wissen wir, wie es nicht steht. Ein Pokémon, und zwar ein Traumato. Schön, schön. Lenny. Mein Gyarados ist wohl schon besiegt, oder was? Scheint so zu sein. Spukball auf Traumato! Von der Möhre! Salatz! So! Dann ein... Ja, ein Psychopolis wollte ich gerade sagen, aber... Das hat der Gegner eingesetzt. Ewige Nacht können wir mal einsetzen, das ist eine schöne Set-Attacke. Für den... Typ Geist. Ja, schauen wir mal zu, wie es geht. Na, nimmt alle seine Kraft zusammen und ewige Nacht. Hui, da wird's dunkel. Wabern der Nacht. Jetzt wird er verschlungen. Was? Das war's. Da war's im Traumato geschehen. Ich sag schon mal jetzt, geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Skyrüppel hervor. Genau so. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das ist ein Herrschersticker. Komme ich da jetzt so ran? Nee, wahrscheinlich von der anderen Seite oder was? Tja, ich komme tatsächlich gerade nicht dran. Schade. Dann muss ich wohl hier lang. Hier wird wohl einiges an Trainern auf uns warten. Was wartet auf uns hier draußen? Schauen wir hier erstmal einen Pokéball. Und Eisstein. Schön, schön. Ein Slimer in dem Pool drin. Aha, aha, aha. Da können wir uns den Herrschersticker nicht abholen. Tauros. Ja, genau. Erstmal mit Tauros das zur Seite rammen. Den Herrschersticker abziehen. 51 haben wir schon. Sehr viele Herrschersticker hier in Pony. Nein, nicht in Pony, sondern. Ich verwechsel das mal wieder. In Pro U. 55 Herrschaftsticker waren wohl gleich drei untereinander. Ja. Der Kerl da starrt mich die ganze Zeit an. Aber ich bin ihm auch total Gangster. Ah, okay. Du bist total Gangster. Nun kann ich mal da durch. Dankeschön. Ich will mit ihm hier sprechen. Ist was? Ich stecke gerade in einer tiefen Sinneskrise. Ich könnte jetzt echt den Rat von einem Trainer gebrauchen, der so stark ist wie Bromley. Ich bin ein Trainer, der stärker ist als Bromley. Also, ich kann den Rat geben. Bleib nicht bei Team Skull. Mach was Sinnvolleres aus deinem Leben. Geh mal zu einer guten Organisation über. Haben wir hier mehr von Team Skull. Hat Bromley etwa einen Setkraftring bekommen, weil er eh viel zu stark ist? So eine Art Handicap? Nee. Hat er nicht. Soweit ich weiß zumindest. Ein Training-Video, ein Training-Menü an Pokémon-Attacken. Was, nur drei Attacken? Das ist ja aber schlecht. Eine Attacke hättest du ja auch noch gekonnt. Aber was soll's, ist halt Team Skull. So, da haben wir einen Ungratütox. Nee, ist klar. Ist halt Team Skull. Was anderes hätte ich nicht erwartet. Und alle Kämpfer finden... Grafisch gesehen jetzt hier vom Kampfgeschehen in der Haupthalle statt. Warum auch nicht?
Cody, komm du mal. Ich möchte mal deine Z-Attacke sehen. Können wir die mal testen hier. Sofern du die kannst. War das nicht so, dass ich dir einen Z-Kristall gegeben habe? Schatten, Pfeile regen. Genau das. Das will ich sehen. Die Robin Hood-Attacke. Na komm. Die Hoodie-Attacke. Hol die Hoodie Z-Kraft. Setz die Z-Kraft ein. Schatten, Pfeile regen. Hui. Was? Ja, das ist die Bautz-Entwicklungs- und Z-Attacke. Genießt es. Ja, nice. Sieht schön aus, bringt auch viel. Bringt auch schön viel. Und habe ich hier noch eine Attacke, die keine Z-Attacke ist. Können wir auch gleich einsetzen. Die sieht auch sehr schön aus. Ich hoffe, man direkt mal weiter. Und Duster. Okay, ja. Mal was ordentlich im Team Skull. Welche war das? Schattenklasse war das, glaube ich. Was die Attacke mit den Pfeilen? Ja. Mit Hut-Attacke. Batz. Bringt zwar nicht so viel, aber. Oh, bringt nicht so viel. Naja. Stand ja nicht sehr effektiv, aber. Nicht sehr effektiv sieht anders aus. Hoodie kann keine Items mehr einsetzen. Von mir aus. Die Attacke ist ja laut Ausschreibung nicht sehr effektiv, aber. Komm, machen wir es zu Ende. Erschießen wir es. Ja, nicht sehr effektiv sieht aber anders aus. Naja, was soll es? Wir haben es besiegt. Kümmert es uns nicht. Jetzt sieht gleich aus dem Kampf gegen Team Skull Ripelin hervor. Puh, die Mahlzeit, die du mir da reingerückt hast, war ganz schön schwer verdaulich. Ja, das ist schwer verdaulich, meine Mahlzeiten. Wir helfen Domley dabei, der krasseste Trainer von Käfer-Pokémon überhaupt zu werden. Deshalb krallen wir uns auch alle Insektio-Set, die wir in Alola finden können. Aha. Genau. Aha. So die Sache. Herrschersticker 56. Toll, toll. Mal sehen, ob wir alle 100 hier kriegen können. In Alola gibt es bestimmt 100 Stück. Die meisten gibt es hier scheinbar im Bromley Schloss oder im generell in Pool. In Müllkorb. Da steht was drauf. Eins der Lösungswörter von Team Skull für das heutige, für heute lautet Eneko-Kakao. Notiz, ein echtes Team Skull-Mitglied erkennt man daran, dass es immer No Way erwidert. Aha, merken wir uns das. Eneko-Kakao und No Way. Ist das beides, was wir brauchen, oder braucht man das No Way für nix? Ich hätte gern Kaffee. Also kein Kakao, sondern lieber einen Kaffee. Durch Türen müssen wir gehen. Top-Beleber. So, er will nicht kämpfen oder was? Er liegt nur hier rum. Ihn können wir nicht mehr ansprechen. Schön, dann schlaf mal weiter. Ich will dich nicht stören. Aber sie will mich stören. Sie will gegen mich kämpfen. Sorry, aber bei mir ist eine Station für dich. Problem, soll der hier lernen müssen. Ja, bei dir in Station ist klar. Dann wissen wir ja Bescheid. Mit zwei Pokémon. Davon ist wieder ein anderer Tutox oder was? Molunk. Ja, Molunk. Ja, das ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Gei. Ja. Genau so. Dann benutzen wir mal Tiefschlag. Das soll effektiv sein. Bats. Ja. Ja. Und effektiv stelle ich mir eher was anderes vor, aber was soll es? Spukball. Komm. Das ist hoffentlich effektiver. Ja, das stelle ich mir unter effektiv vor. Genau das stelle ich mir unter effektiv vor. Genauso muss das sein. Spukball, eine sehr schöne Attacke. Ja, Mantis ist dran. Jetzt bräuchten wir ein Feuer-Pokémon, was ich erstaunlicherweise nicht habe. Ich habe überhaupt keinen Feuer-Pokémon im Team, fällt mir gerade auf. Komisch. Aber es geht ja auch so, wie ihr seht. Die effektive Attacke ist auch manchmal sehr effektiv. Und die Attacken, die nicht sehr effektiv sind, scheinen manchmal auch effektiv zu sein. Komisch. In diesem Spiel haben wir dann besiegt den Trainer, die Trainerin. Geht siegreich aus dem Kampf hervor. Oh ja, jetzt muss unsere Villa schon wieder dran glauben. Z
Zwergenfee gewinnt 1216 Pokémon-Dollar. Siegreich geht er aus dem Kampf hervor. Mal wieder geht er siegreich hervor. Aus Kämpfen gegen Team Skull. Eins der Lösungsworte von Team Skull ist für heute das Wort Gifthieb. Aha, Gifthieb und Neko Kakao. Fehlt, glaube ich, nur noch ein drittes. Das finden wir auch noch. Das wird hier auch noch irgendwo versteckt sein. Dann mal hinauf. Berg hinauf und auch wieder runter. Bim bam buff. Und jo, hier ein Ball mit einem TM 36 Matchbombe drin. Schön, schön. Hier kann man auch Items finden in Team Skulls Hauptquartier. In der Lotta-Villa. No way! Das ist doch mein Skull-Tanktop, das du da ran hast, oder? Ich glaube, es hackt. Ach, deshalb riecht dein Teil so komisch. Genau, sieht aus, als auch allerlich aus. Soll man den nie aushalten? No way, Motherfucker. So ungefähr. Das riecht überhaupt nicht komisch. Das duftet. Und zwar ganz hervorragend. Wird aber wohl recht Zeit, dass wir unsere Klamotte mit Namen beschrifteten. Gar keine schlechte Idee. Vielleicht werden wir dann endlich mit unseren Namen gerufen und nicht einfach nur als Rüpel bezeichnet. Ah, okay. Hallo, ich bin's. Ibims, ein Trainer. Hey, du da, du kannst uns doch nicht einfach belauschen. Dafür verpasse ich die Abhebung. Kampf. Yo. Ja. Diesen Part werden wir ordentlich gekämpft haben. Ganz, ganz viele Team Skyrüpel. Und ja, ich rufe euch bei, nicht bei eurem Namen, sondern beim Wort Rüpel. Selbst wenn ich euren Namen wüsste, würde ich das so machen. Ja, ihr habt es nichts anderes verdient. Wirkungslose Spukball-Attacke, das will ich mal sehen. Naja, oder auch nicht. Dann bist du dran, Lea. Kämpfe. Okay, Lea, Normal-Pokémon gegen Ratzfatz, Normal-Pokémon. Dann kann ja was werden. Hyper-Sprint-Angriff haben wir lange nicht mehr eingesetzt. Hyper-Sprint-Angriff. Ja, ist schon altbekannt. Haben wir in Mele-Mele schon mal eingesetzt. Ist nicht neu. Aber können wir es nochmal angucken. Heute ist der Part der Z-Attacken. Z-Angriffe. Bounce. Ich hoffe, es bringt was. Wir können nur pro Kampf eine Z-Attacke einsetzen. Es hat was gebracht. Hervorragend. Z-Attacken sind noch immer sehr schön. Hoodie erreicht Level 40, Pikachu erreicht Level 43. Wann der sich wohl entwickelt, der Pikachu? Wahrscheinlich nie. Er ist ein per QR-Code erhaltener Ash Pikachu. Er kann ja auch kein Pikachu Need erhalten. Also ist scheinbar irgendwie ein anderes Pokémon. Ein Ditto oder was? Das ist jetzt aber echt peinlich. Ich werde wohl auf immer ein einfacher Rüpel bleiben. Echt jetzt? Wie arm ist das denn? Aber warte, das zahle ich dir sofort heim. Wir tragen schließlich das gleiche Tanktop. Wir müssen zusammenhalten. Noch ein Kampf. Jo. Spitze. Das ist aber auch eine schöne Theorie, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Theorie ist. Ja, es ist eine Theorie, die stelle ich gerade auf. Ich weiß nicht, ob es schon bekannt ist von anderen. Ich finde es so toll, dass Ash Pikachu sich halt auch einfach nicht entwickelt, weil es kein Pikachu ist. Ja, habe ich hier bewiesen in diesem Spiel. Ich kann dem Pikachu, dem Ash Pikachu, einfach keinen Pikachu Need geben. Da steht dann, kann dieses Pokémon nicht tragen, gehört ihm nicht. Also es kann halt einfach kein Ash, also kann halt einfach keine Pikachu Attacke, keine Pikachu Z Attacke einsetzen. Gibt es einfach nicht. Geht bei diesem Ash Pikachu nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Ash Pikachu auch nur ein Bandito ist. Verschwörungstheorie. Die ganze Zeit eine Lüge. Pikachu, Ashs Pikachu. Gar kein echtes Pikachu. Oh mein Gott. Deshalb entwickelt sich das auch nie.
stellt man sich die ganze Zeit die Frage in den Pokémon-Animes. Der ist schon bei der Top 4, kämpft schon gegen die Top 4. Und warum trainiert er sein Pikachu nicht? Doch, er trainiert sein Pikachu, aber warum entwickelt er das nicht? Wenn das in der Top 4 schon ist, wenn das in der Top 4 mitkämpfen kann, dann ist das doch schon auf einem Level, was ordentlich auf einem Entwicklungslevel ist. Warum unterbricht er diese Pikachu-Entwicklung? So, dass das nicht zum Raichu werden kann. Ein Ash-Raichu wäre doch auch schon sehr schön. Ein Mysterium. Da muss ich auf das fremde... Das muss ich auf das fremde Tektop schieben. Der Geruch ist einfach... Aber nein, Klamotten fühle ich mich viel wohler. Hätte ich ihn angehabt, hätte ich den Kampf nie im Leben verloren. Sehen halt alle gleich aus, diese Tanktops. Dann lassen wir diese beiden Zicken mal. Warte mal. Zickenkrieg. Noch ein Kampf, so viele Kämpfe hintereinander. Wow. Kein Schinken von dir einfach so in dein Zimmer. Andere Leute ins Ruhe hauen. Den auch besiegt für dieses Item hier. Hazen, das hat sich ja gelohnt, den zu besiegen. Naja, wir wollen ja alle besiegen, weil wir wollen ja ganz Team Sky den Kampf erklären und ganz Team Sky beseitigen. Eines der Losungswörter von Team Sky für heute lautet Flubberl. Okay, was haben wir? Eneko Kakao, dann haben wir diese Attacke, die ich schon vergessen habe, und Flubberl. Welches ist, wenn ich sehe? Wenn ich sehe, weiß ich's. So. Hey, du da! Du wirst sicherlich eine Audienz bei Bormley, Da musst du erst die drei Lösungsworte nennen. Okay, los geht's. Ich weiß so. Ich kenne sie, wenn ich sie sehe. Okay, das erst heutige Lösungswort ist die Lieblingsattacke unserer Sis. Na, weißt du die? Giftwolke, Toxin, Gifthieb. Zwei Giftsachen. Ich glaube, Gifthieb war's. Okay, das zweite und heutige Losungswort ist das Lieblings-Pokémon unseres ist. Weißt du was? Flubberl. Okay, das dritte Losungswort ist das Lieblingsgetränk unseres ist. Nicht einfach, gell? Neko-Kakao. Die Losungsworte lauten deiner Meinung nach also so. Gifthieb, Flubberl, Neko-Kakao. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Passwörter hast du zwar richtig aufgesagt, aber wer nicht No Way sagt, kann heimgehen. Suche noch meinetwegen nach dem das Haus nach Bromley ab, wenn du ihn treffen willst. Flubberl, Neko, Kakao, bist du dir sicher? No Way! No Way, Motherfucker! Du kennst die Vorlieben unserer Sis und antwortest dann noch rotzfrech mit No Way! An dir ist echt ein prima Team Sky-Typ verloren gegangen. Rüpel. Dann mal raus. Für Audienz bei Bromley musst du nur übers Dach latschen. Das kann gar nicht verfehlen. Kannst du gar nicht verfehlen. Ein Herrschersticker. Natürlich. 57 Herrschersticker. Tja, bald sind wir bei der 60. Als wir ein Po angefangen haben, waren wir bei der 50. So sieht's aus. Findest das Item Fluchtseil? Fluchtseil wurde in der Itemstasche verstaut. Könnten wir unter Umständen hier gebrauchen, wenn wir wieder raus wollen. Nicht runterfallen. Hui! Hua! Hua! Ist aber hoch hier. Ja, ich hab's dir angesprochen, wir gegen alle kämpfen. So ein Vordach hat schon was Romantisches. Und da willst du echt einen Fight abhalten. Aha. Vordach. Aha. Nicht wie das romantisch sein sollte, aber... Hui, drei Pokémon. Auf geht's. Wiebark! Na, kriegen wir doch wohl hin, oder? Steve! Mit deinen Feuerattacken wirst du das Wiebark wohl geschlagen bekommen. Bohrstab ist sehr effektiv, Nitrolanung ist sehr effektiv, Schnabelkanone ist sehr effektiv, Kugelsalat auch. Der Kugelsalat ist nicht sehr effektiv, aber Nitrolanung ist sehr, sehr effektiv. Auf geht's, Nitrolanung! Zerbrutzle es. Verkohle es. Okay, ja. In Ordnung. Zack, wird dir nicht helfen. Bohrschnabel! Komm, zerbohre es mit deinem Schnabel. Mach's alle. Großartig, da waren es nur noch zwei.
Und natürlich ist das auch vorne auf dem Hof in der Mitte der Stadt, nicht oben auf dem Dach. Ja, hätte man ja animieren müssten. Hätte man ja einen Hintergrund für machen müssen. Aber was soll das? Nitroladung auf Gladiantri. Verstopfte Nase. Sorry. So ein Metallsound. Spezialverteidigung gesenkt. Ja, von mir aus. Nitroladung. Aurinne. Hat jetzt hier viel Feuer. Feuer unterm Hintern für Team Skull. Genau so sieht's aus. Feuer unterm Hintern. Ja, so ist das. Ja, da keine andere Attacke zu wirken scheint. Nitroladung. Kabauz. Gladiantri besiegt. Da war es nur noch einer. Ein paar Erfahrungspunkte. Und weiter geht's. Gulbert. Ach, das werden wir auch hinkriegen. Das kleine Gulbert hier. Ist ja wohl ein Witz. Dann setzt meine Nitroladung ein. Volle Möhre. Gegrillt. Huha! Von wegen volle Möhre. Nitroladung hat hier nichts viel gebracht. Aber Sternschau hat was gebracht. Bohrschnabel bringt das eventuell etwas. Bohr ist mit einem Schnabel. Ja, bringt was. Kann sich sehen lassen. Wow. Kann nicht fliehen. Grimasse oder was? Schnabelkanone, komm. Mach was draus. Sternschauer. Zack, zack. Und Schnabelkanone. Auf wie? Batz. Besiegt haben wir das Goldbatz. Tja. Schön, schön. Dun, 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 dun. Rein geht's. Dann nicht im Regen stehen lassen. Na, weiter geht's rein zu Bormley. Da wollen wir hin. Hinter der Tür. Auf einmal. Kein Erwachen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ja, versagt gleich meine Stimme bei der Synchronisation. Oh yeah, ich bin der große böse Bormley. Das ist echt mal eine schöne Abwechslung. Bist extra den weiten Weg zu mir gekommen, um von mir platt gemacht zu werden. Wo ist das Mangonio? Rück das Mangonio raus. Mangonio? Ach stimmt. Ich wollte ja, dass du herkommst. Mark. Das muss ja nicht anders versprechen wie Donald Trump. So Mark. Oder wie spricht man Donald Trump? Du hast dich also für ein fremdes Pokémon ganz allein in unser Versteck geschlichen. Reißt dir nicht aus, dass du dich schon um deine eigenen Pokémon kümmern musst. Du hast eine ganz schöne Spinnerin. Du bist eine ganz schöne Spinnerin. Und was macht man, wenn die Technik mal wieder spinnt? Man haut doch nicht drauf. Jedenfalls funktioniert das bei mir aber. Ich muss zugeben, dass den Meistern nicht mehr viel davon übrig bleibt. Egal, jetzt bist du dran. Jo. Hey. Hey. Los, fordere mich heraus. Ui. Ich habe aber was vergessen. Mein Pokémon-Team ist nicht ganz geheilt. Was soll's? Kriegen wir vielleicht beim zweiten Versuch hin. Oder so. Vielleicht kriegen wir es auch noch so hin. Komm mal schnell, Schnabelkanone hier. Raushauen. Ja, kannst du dir nicht leisten eigentlich. Weil die Lücke dazwischen. Ah, er ist verbrannt. Das ist auch schön. Rudi und Pikachu hätten wir noch. Der Rest ist schon besiegt worden. Ja, wir kommen nochmal zurück. Oder Rudi und Pikachu kriegen das hin. Das ist auch eine Möglichkeit jetzt. Kotron. Sehr effektive Attacke. Huiuiuiui. Ja, die ist auch sehr effektiv. Pflücker soll effektiv sein. Komm, hau rein. Ich sagte, hau rein, meine Hüte hier. Du kannst auch untertreiben. Schattenfessel soll effektiv sein. Na dann, mach mal was draus. Oh oh. Die Attacken sind sehr stark. Wie ihr seht.
seht ihr, dass er sehr gut ist. Pikachu, das stärkste Pokémon in meinem Team. Komm! Hat sehr viele, sehr effektive Attacken. Das Ash Pikachu, über das wir gerade geredet haben. Donnerblitz! Komm! Wieso macht er meinen Ausschlag hier? Das sag ich nicht mal zum ersten Mal. Ja, cool. Ich finde was zu bringen. Rückzug. Och, feilig. Ding zurückziehen hier. Feige, feige. Kleiner, feiger Mann hier. Ich habe hier doch noch ein paar Tränke. Vielleicht bringen die ja was. Ich kann nicht, wenn die Kutschmanns Tränken aufpuppeln. Aufpäppeln. Nicht aufpuppeln. Mieser Versprecher. Käferbrummen. Auwei. Das war's wohl. Dann wohl auf ein neues. Ja. Ein völlig anderes Pokémon Center. Das ist aber nicht das Pokémon Center in Peru. Das liegt ein bisschen weiter weg, oder? Mist. Nicht unsere Pokémon heilen will. Na toll, das ist aber ein langer Weg hin. Naja. Ja, auf ein zweites. Kein Abarm, keine Nade und so weiter und so fort. Auf Gnade. Mit dem Team hier in Wurmlays Kampf. Tektas. Okay, nimm das, Tektas. Dave. Mach das Beste, was du kannst. Komm, hau rein. So. Einmal Biss. Wie war eine Biss? Ja. Egal. Sowieso besiegt. Haben wir einmal einen Kampf gehabt. Haben wir ihn gesehen. So, Level 37 Lenny. Versus Tektras Level 41. Ja, schön. Spukball soll effektiv sein, also Hauren. Das hat mich schon sehr erfreut. Die hat da Spukball, die Fernseh mal eingesetzt wird. Steve. Du hast zwei sehr effektive Attacken. Hauren. Gib dein Bestes. Schnabelkanone. Ah ja, okay. Diese Aufladezeit ist ein bisschen blöd. Kalkklinge. Das scheint viel zu bringen. Ja, aber genug, da ist es ausreicht. Schnabelkanone, komm. Komm. Mach's. Mach's gut, wollte ich sagen. No, ist gut. Och, der Feigling zieht schon wieder zurück. Ich brauche Tränke für das. Für das hier, Steve. Für das Tokanon. Das ist ein starkes Pokémon. Man muss es nur im Kampf behalten können. Hypertrank. Haben wir noch vier davon. Los geht's. Steve. Hypertrank, halt aus, halt durch, halt stand, Luftschnitz, eieiei, okay, das geht noch, jetzt können wir einmal Bohrschnabel einsetzen, offenes Licht, ach nein, er hat den ersten Schlag, oh, warum denn, ist zurückgeschreckt, natürlich ist er zurückgeschreckt, ah, meine Fresse hier, natürlich schreckt man in so einem Kampf zurück, was soll denn der Mist hier? Hypertrank. Ich hoffe, das bringt's. Ja, nice. Total aufgefrischt. Wir haben nicht mehr viele Hypertränke. Komm, mach doch mal endlich was hier. Lass dich nicht durch den One-Hit, durch den First-Hit hier, durch den ersten Hit besiegen. Luftschnitt. Nein, halt aus, halt aus, halt aus, halt aus, halt aus. Ich sagte halt aus, meine Fresse, das ist halt ja auch nicht möglich hier. Was sind denn das für Kämpfer hier? Meine Fresse. Seid ihr Männer oder Mäuse? Was ist denn das hier für eine Kampfmoral hier? Komm, kämpft doch mal! Lasst euch doch nicht so einfach besiegen, meine Güte, ich weiß. Seid nicht trainiert, aber ne. Was soll ich denn trainieren dafür hier? Komm, Pikachu! Und Tuli bringt dann alles Nötige, um für das liebe, wie heißt das, Steve Brett zu stehen. Komm, halt aus, meine Güte. Hält aber nicht so lange aus. Los, Holly. Du musst jetzt einmal stramm stehen hier für
Steve. Muss man ihm das Steve heilen. Ja, meine Güte. Ich wollte nicht fliehen. Fliehen ist ja auch so eine Sache. Ist ja peinlich. Einfach zu fliehen. Macht man nicht. Entweder man wird besiegt oder man siegt. Siegen oder besiegt werden. Och man, Hoodie. Hoodie, mein Starter-Pokémon. Hättest du mich nicht noch in Ruhe Steve heilen lassen können. Scheint aber auch mega stark zu sein. Das Maske Regen. Man bräuchte ein Feuer-Pokémon mit einer guten Feuerattacke. Das auch eine Sache aushält hier. Na komm, Nitro-Ladung. Meh. Doppel-Meh. Ich habe fast keine Tränke mehr. Zwei Hypertränke habe ich noch. Eieieiei. Und was ist, wenn Bromley jetzt einen Trank einsetzt? Wehe. Wehe, Bromley. Wehe, du setzt einen Trank ein. Das darfst du nicht. Nur ich darf das. Naja, gut. Es ist eh gleich um ihn geschehen. Weil er hat immer den Ersthit. Ach, Menno. Muss wohl besser taktieren. Im dritten Versuch. Naja, ihr seht's im nächsten Part. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Ihr wisst, wo ich rauskomme. Ganz weit weg. Muss erstmal den Hinweg noch schaffen. Ich glaube, nachher soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und habt einen angenehmen Förstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao. Man sieht sich. Bis dann.